Wunderschönen guten Abend. Heute zu unserem Osterspecial hat es uns nach Hart bei Graz verschlagen. Unscheinbar, anfänglich natürlich. Wir sind in einer Manufaktur angekommen. Man würde es nicht vermuten, aber hier ist die Zentrale von Crazy Cheese Manufacturing. Und Alex, ja. Bürgerlicher Name Roland Ludomirski. Ludomirska. Korrekt, ja, grüß Gott, mein Lieben. Ich habe gehört, Lewandowski bist schon vorgestellt worden eigentlich. Ja, das war falsch, ja. Also eigentlich, also ich sehe mich ja als Cheese Master Cheese von Crazy Cheese, ist mein Künstlername. Cheese Master Cheese? Cheese Master Cheese von Crazy Cheese. Viel Cheese auf jeden Fall. Und yes, Käse ist heute unser Thema. Käse ist heute das Thema. Vorweg, Gastfreundschaft hat schon vorangetrieben, dass wir den gewissen Grundumsatz an Moet, ob ich das richtig ansprechen kann, genießen durften. Und auch andere Spezialitäten, Käse, italienischer Rohschinken und natürlich Absolute Delicious, die passende Serviette dazu. Ich muss mich tausendmal bedanken bei dir heute schon. Wir, die Gastfreundschaft haben wir noch selten gehabt, außer bei deinem Bruder haben wir auch schon so viel Brötchen gekriegt von seiner Frau damals, von Lebensgefährtin. Und heute, was wir schon trinken haben dürfen, also nicht nur Rum, Whisky, Gin haben wir probiert, du hast uns einen Champagner eingeschenkt, uns einen Käse aufgetischt. Ist ja auch ganz wichtig, man muss ja wissen, worüber man spricht. Also Kosten gehört dazu. Ja, das Produkt ist das Wichtigste, nicht? Weil ich sage, ich kann ja nur so gut über etwas reden, wenn ich weiß, wie es schmeckt. Nicht? Und das, der Hintergedanke ist ja dem Ganzen, dass ich einmal euch von unserer Qualität überzeuge. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Nicht? Also ihr seid alle schon sehr motiviert und alles sehr lustig. Auf das trinken wir jetzt, meine Lieben. Gell? Ist schön, dass du da seid. Prost. Prost. Prost auf euch und frohe Ostern. Wir dürfen das heute als unser Osterspecial titulieren. Es freut uns natürlich sehr, wir haben ein bisschen einen Weg auf uns genommen, aber die Geschichte voran. Wir haben ja vor einiger Zeit beim Ferry Ludomirska eine kleine Session gehabt mit Austropop und sonstigen Köstlichkeiten. Wunderschöner Abend war das auf jeden Fall. Und das war vorangehend und du hast mich dann kontaktiert und hast gesagt, machen wir das. Weil mir das so gut gefallen hat. Ich habe mir gedacht, das ist eine geile Idee. Ich habe das so super natürlich rübergebracht und absolut delicious. Das war echt absolut delicious. Ich habe beim Oberfahren ja gedacht gehabt, ich habe dich ja nur vom Baum gehört, Crazy Cheese gibt es quasi und habe schon ein bisschen was Facebook hin wieder vor dir gesehen gehabt, aber habe ich mich eher beschäftigt. Und da habe ich mir gedacht, dieser Roland, wie viel Schauspieler hat die eigentlich vor der Kamera und was ist er wirklich? Ja, Schauspieler bin ich ganz schlecht. Also wenn ich irgendwas schauspiele, meine Frau durchschaut das immer sofort. Was ich so verstehen kann, ich mich eigentlich gar nicht. Und alle, die mich wirklich kennen, sagen, ja, das ist der Roland, nicht so ist er halt nicht. Das heißt, ich kann sie leider nicht verstehen, war vielleicht nicht gescheiter, ich verstehe mich öfter. Das heißt, die anderen jetzt so verärgern über mich. Auf nach dem Whirlpool ein bisschen Käse genießen, ein bisschen Champagner trinken, ja, das ist so wirklich der Das Moment. Ist das Wichtigste, genau, ja. Ich bin ja, bevor ich jetzt gekommen bin, bin ich 3 Stunden im Whirlpool gesessen, seht ihr, was ich schon für Arge vorhab, ne? Ich wollte meine Badehosen einpacken. Ja, ich sage, ich brauche nicht auf die Bahamas, ich bleib daheim, auf der Hamas, genau, auf der Rassias im Whirlpool. Ne? Man muss auch dazu sagen, das haben wir im Vorgespräch jetzt schon erkannt und eben exploriert. Es ist dasselbe Motiv. Wir beide haben uns eigentlich dann vertieft, unsere langjährige Freundschaft wieder mit den Podcasts, die wir machen, dass wir Stream-Events machen mit dem Thomas Meyer, der heute die Kamera übernommen hat. Kulturevents live-streamen, Hybrid-Events ist unser Thema. Was uns aber zusammengeführt hat, war die Tatsache, dass es eben das normale Leben, du bist aus der Messebranche, du hast auf Messen verkauft. Genau. Das gab es ja durch diese Situation, die wir jetzt nicht näher erwähnen, gab es ja dann nicht mehr. Und ungefähr zum selben Zeitpunkt, obwohl du ja dann schon geplant hast, in diese Richtung zu gehen, ist es einhergegangen, dass nachher der Online-Verkauf und auch die Online-Werbung für dich Thema wurde. Naja, das ist so. Also muss ich das jetzt wirklich genau im Detail erzählen, weil das für mich selber sowas von magisch war, dass ich mir gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. Ne? Also ich bin ja am Bauernmarkt, habe ich begonnen, mich selbstständig zu machen, bin dann 20 Jahre auf Messen gefahren, hätte man nie gedacht, dass es das Messegeschäft einmal nicht mehr gibt und habe aber Ende 2019, da wäre mir mein LKW verunglückt, da habe ich so einen schweren Unfall gehabt, ich glaube die stürzt ab, bin aber Gott sei Dank in einer Birke hängen geblieben und da habe ich gesagt, irgendwie muss ich mich jetzt verändern. Ja?
Ich will nicht mehr so viel unterwegs sein, weil das ganze Messefahren, immer die Familie allein zu lassen. Mein Sohn, der hat immer gewarnt in der Früh, weil ich bin mir vollkommen als Dating gekriegt, wenn ich auf die Messe fahre. Und dann habe ich die Idee gehabt, einen Store aufzumachen. Und habe mir gedacht, ich mache jetzt etwas Einzigartiges. Ich mache jetzt einen eigenen Crazy Cheese Stores mit meinen eigenen Käsesorten, die ich ja in den 20 Jahren schon ausprobiert habe, was funktioniert, und verkaufe nur mehr meine eigenen Sorten. Und da habe ich am 5. März 2020 unseren Flagship-Store eröffnet, ohne es zu wissen, was nachher kommt. Ne? Und dann ist 2 Wochen später der Lockdown gekommen. Gell? Und während ich Ende 2019 begonnen habe zu bauen, an dem neuen Projekt, an dem Crazy Cheese, jetzt nachhinein betrachtet, bin ich immer vorgekommen wie Noah, der die Arche baut. Ich habe gebaut, ich habe meine ganze Struktur aufgebaut, ich habe das Crazy Cheese Konzept in Store gebaut und dann begann es zu regnen. 18. März, der Lockdown, es hat geschüttet in Strömen und meine Arche ist geschwommen. Und ich habe mir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt da meinen Store nicht hätte und wenn ich das Ganze online suche? Ich hab etwas gebaut, wo ich gar nicht gewusst habe, dass ich nur mit dem überleben kann. Ich wäre ohne den komplett ersoffen im Dauerregen. Ne? Und es regnet immer noch und es gibt immer noch Lockdowns und es gibt immer noch keine Messen. Und ich habe wirklich im rechtzeitigen Moment, ohne es zu wissen, weil planen hätte ich das gar nicht können, dieses ganze Konzept gebaut. Und dann war ich mir eigentlich bewusst, dass das was ist, was von ganz oben, vom Universum, eine wichtige Erfüllung ist. Und deswegen glaube ich so an dieses Konzept und es funktioniert. Die Menschen, ich mache sie glücklich mit meinem Crazy Cheese. Und so ist es halt, so soll es halt sein. Und so Gott sei Dank, also es war echt nicht geplant. Also ich wollte einen Store machen an und das hat aber dann so gut funktioniert, trotz Lockdown. Wir haben mir voriges Jahr 2020 7 Crazy Cheese Stores eröffnet, wo alle gesagt haben, ah, geht nichts, nicht? Aber das dort funktioniert, der Online-Store hat funktioniert. Und dann haben wir zwischendurch ein paar mehr aufgesperrt, das war gewaltig. Und das funktioniert jetzt auch, obwohl es jetzt natürlich sehr schwer ist mit Maske. Die Leute dürfen ja in die Stores keine Käse probieren. Du verkaufst eigentlich die Katze im Sack nicht. Es kauft ja keiner, ist schwer was. Und trotzdem kaufen die Leute aber trotzdem den Käse, weil einer gefällt oder weil ihr einer gefällt oder weil sie es einfach gut gehen lassen wollen, die Leute. Und genau das ist der Punkt, dass es jetzt besonders wichtig ist, sich gut gehen zu lassen. Was machen die Leute alle? Sie sitzen jetzt alle daheim. Und mit Crazy Cheese und mit Champagner haben sie es einfach lustiger, ne? Ja. Das habe ich heute schon kennengelernt. Ja, also, das ist einfach lustiger. Und das ist eigentlich das was eigentlich der Punkt ist von Crazy Cheese, also die Menschen glücklich zu machen mit meinem Käse. Und wir haben ein Hetz, wir lachen, ich mache euch glücklich, somit ist der heutige Part für mich schon positiv erledigt. Habe ich es, glaube ich, richtig gemacht. Ne? Hat auf jeden Fall richtig gemacht. Ich würde da noch hinzufügen, weil wenn wir den Roland nicht stoppen, sind wir gleich irgendwo. Im Endeffekt ist es so, dass man eines zugute halten muss. Es ist so, in der SCS, ich weiß das von meinem vorigen Arbeitgeber, das ist nicht so ohne, einen Store aufzumachen, das kostet ein bisschen eine Miete, da muss man ein bisschen was investieren, dass man nach außen hin gut wirkt und dann bam, kommt die Watschen praktisch und es darf kein Geschäft mehr offen haben. Was er uns im Vorgespräch, weil man merkt, es ist schon lockerer das Ganze, uns erzählt hat, ist, dass dieser Online-Shop-Hype, der dann gekommen ist, auf das war es ja gar nicht vorbereitet. Du hast gesagt, aus der Garage eigentlich verkauft. Also wir haben damit gerechnet, dass wir im Monat 1.000 Euro Umsatz machen und dann haben wir am Tag zwischen 15.000 und 20.000 Euro Umsatz gemacht und wir haben tausende Pakete gehabt zu verschicken. Wir haben Zelte aufgebaut, also das ist ein gewaltiger Raketenstart, das ich mir nie im Traum hätte träumen können. Ja? Ja. Wir haben gedacht, das gibt es nicht. Also, aber wir waren damals auch die Einzigen, es hat nicht viel Lebensmittel online zu kaufen gegeben. Wie gesagt, wir waren timingmäßig im Vorteil, weil wir das Richtige gemacht haben, ohne es zu wissen. Also es hat ja keiner gewusst, dass ein Lockdown kommt, es hat ja keiner gewusst, dass es so ausgeht. Und das war, weißt du, im richtigen Moment das Richtige machst, ne? Das ist halt ja, sehr entscheidend. Ein bisschen Glück des Tüchtigen, kann man quasi sagen. Also immer eigentlich Gas geben und dann auf einmal zum richtigen Zeitpunkt richtig gemacht. Ich weiß nicht genau, wie der Spruch ist, wenn der Sturm aufzieht quasi, kennt dann manche und du hast die Segel gesetzt. Kann man das so zusammenfassen ein bisschen auf im März? Ja,
Ich glaube nicht an Glück. Ne? Ich glaube nicht, dass alles bestimmt ist. Ne? Ich glaube, dass es bestimmt ist, dass ich heute bei mir sein. Nur aber es ist ein Glück. So Schicksal in der Richtung. Ja, absolut. Sehr Schicksal, ja, auf jeden Fall, ja. Nein, es ist ein Karma. Ne? Also ich sage immer, wenn man die gleiche. Ich sehe das heute so wie ein Lausbubentreffen irgendwie. Ne? Ist das ist ein Lausbub. Das gefällt mir. Und ich bin auch so, wir hätten schon in der Schule viel Spaß gehabt, wenn wir in die gleiche Klasse gegangen wären. Bei uns geht es so nicht aus, bei uns vielleicht. Das haben wir da mal. Ne? Die Lehrer hätten uns gekostet auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Lausbubenstreich. Auf jeden Fall sei gesagt, für alle, die sich da Sorgen machen, wir sind getestet, wir sind safe. Ja. Wir nehmen das ernst und wir machen das auf jeden Fall so, dass wir uns gegenseitig nicht gefährden und wir schauen, dass wir für euch einfach qualitativ interessante Gesprächspartner bringen. Und ich muss sagen, es ist definitiv so, dass alles, was man so im Internet sieht, und das ist, du hast gesagt, Marketing, was ist Marketing? Ich bin ich. Und das ist halt einfach auch sehr wichtig, dass man authentisch bleibt. Das ist witzig, ja. Das ist, weil mir wird immer wieder vorgeworfen, ja, aber der Käse ist so teuer und so, ja. Aber ein gutes Marketing, und ich meine, ich sage immer, was soll ich für Marketing? Ich sitze im Whirlpool, trinke Champagner und isst mein Käse, ja. Und das ist, ich meine, es ist, für mich ist es jetzt nicht Marketing. Ich mache das einfach, was mir Spaß macht. Und ich glaube, das sollte jeder machen. Und ich glaube, das ist sehr viel. Ich sehe mich jetzt so, also ich sehe meine Videos als Genussporno. Ne? Ja, ich motiviere die anderen, sich es auch gut gehen zu lassen. Und ich bekomme sehr viele Zuschriften, da schreiben mir die Leute, oh, durch dein Video bin ich jetzt draufgekommen, dass ich mir das gar nicht so gut gehen lasse. Er hat seinen Whirlpool, setzt sich aber nie eine. Und jetzt, weil er es gesehen hat in meine Videos, setzt das ja ein und er trinkt auch Champagner und er macht es nach. Und das ist genau meine Message. Lasst es gut gehen. Ihr wisst nie, wie lange ihr es noch gut gehen lassen könnt. Weil irgendwann kommt der Tag, wo es vorbei ist. Nicht? Und ich sage, wenn ich heute weiß, dass ich morgen sterbe, lebe ich heute anders. Das Problem, das alle haben, die leben alle so, als wenn sie 200 Jahre alt werden. Das ist so wie die Champagnerflasche. Wir haben eine Champagnerflasche in Auf Center, die kostet 10.000 Euro. Wann trinke ich die? Ein Sammler hebt es auf und sagt, ja, in 20 Jahren kostet es 30.000 Euro. Nicht? So, und dann habe ich zu einem Sammler gesagt, ja, und wann trinkst du das? Sagt er, ja, wenn ich weiß, dass ich morgen stirbe, dann mache ich es auf. Ja. Aber das Problem ist, wir werden alle sterben, wir werden es aber nicht vorher nicht wissen. Nicht? Mhm. Und dann haben wir uns alles aufgehoben. Die Frage ist zu spät. Wenn wir jetzt da so weit sind, über das zu sprechen, ist die Frage ist, wie lange vorher weißt du, wenn du stirbst? Und ich glaube, wenn du weißt, du stirbst, in absehbarer Zeit hast du andere Sorgen, wie eine Flasche Champagner zu trinken. Naja, der Punkt ist der, wie gesagt, was mich so motiviert hat, dass ich wirklich mir gedacht habe, wir sind alle, hätte jetzt sowas von wurscht, habe ich eine Zuschrift bekommen von einer Fan aus Deutschland, die hat Krebs und die hat geschrieben, sie stirbt in 3 Monaten und sie ist beim Fernsehen, die gehen mit ihr die letzten Wege und dann schreibt sie mir, dass sie, wenn sie jetzt in Crazy Cheese bestellt, hat den am Abend mit ihren Freunden gegessen, dann haben sie angeschaut und sie hat zu ihm gesagt, absolut delicious und dann schreibt sie mir, dass in dem Moment ihr komplette Krankheit vergisst. Ich habe so eine Gänsehaut gekriegt, Tränen gekriegt in die Augen und habe mir gedacht, das ist genau das, was es zählt im Leben. Wenn du weißt, dass du morgen stirbst, dann siehst du die Dinge ganz anders. Ja. Du siehst dann die Blumen ganz anders, weil du weißt, du siehst das nicht mehr lang. Und du hast dann andere, du genießt alles noch viel intensiver, ne? Weil die gesunden Leute, die schätzen das alles gar nicht, die sehen gar nicht, wie gut es einem geht. Mhm. Und Selbstverständlichkeit. Es ist alles selbstverständlich. Ne? Ich muss immer, wie gesagt, ich muss jetzt dann nicht eine Flasche Champagner, ich kann mir ein Butterbrot auch zelebrieren und genießen daheim. Oder ein Stück Crazy Cheese. Ich muss mir 3 Kilo bestellen, ich kann mir 10 Decker aufschneiden. Und zum Heute genieße ich das Leben. Aber bewusst genießen und das Leben zelebrieren. Das ist der Message quasi. Das ist mein genieße Message. Dein Leben. La vita more di gusto. Lebe, liebe und genieße. Jeden Tag so, als wäre es der Letzte. Mhm. Und dann kann man was. Das war auf jeden Fall der Antrieb, wo ich sagen muss, ich habe mich ein bisschen beschäftigt. Natürlich schaut man sich immer an, was ist derjenige, mit dem man am selben Tag sprechen wird oder wenn man demnächst trifft. Und das war auf jeden Fall die Message, die ich mitgenommen habe, wo ich sage, da kann ich mich identifizieren, das Leben leben und einfach genießen, weil natürlich der Anteil der Arbeit im Leben und dann halt das bisschen Freizeit, was noch bleibt, da sollte man es so angenehm wie möglich machen. Und das ist halt eben die Sache.
Aber es gibt ja für Kritiker mal früher plaudert. Du bist ja stolz drauf auf Google quasi. Bin ich stolz drauf, ja, genau. 2, irgendwas Punkte aus. Ja, genau, ich bin stolz auf meine Google-Bewertung. Und ich bekomme viele Zuschriften, die sagen, ich lösche deinen Google-Account. Sage ich, das möchte ich gar nicht, weil ich einmal diesen Neid sehr hart erarbeitet und dieses Ganze. Ich bin zumindest keine Wurst, das ist mir einmal sehr wichtig. Ja. Und ich sage, ich kann es nicht jedem recht machen. Ich kann die Menschen glücklich machen, wenn sie auch glücklich sein wollen. Aber wenn einer schon von Haus aus in der Früh aufsteht und Hass ist, weil er mir alles anzipft, dann kann ich nicht alle glücklich machen. Dann muss ich halt schon bereit sein. Aber siehst du nicht schon ein bisschen Provokationen darin? Zum Beispiel, wenn du so ein Servett mit 500 Euro siehst, das haben viele Menschen noch nicht in der Hand gehabt, quasi in echter Währung. Und du drückst es auf Servetten aus. Was ist da so die Nachricht dahin? Naja, ich sage immer, es gibt immer zwei Gedankenrichtungen. Man kann jetzt der Fülle oder Mangel denken. Ja? Ja. Ich bin im Gemeindebau aufgewachsen, im 10. Bezirk in Wien. Ja? Ich bin nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen. Ja? Also deswegen als Ghetto-Gangster, sage ich, bezeichne ich mich als Slum-Dealer. Also ich bin nicht immer mit den 500 zu tun gehabt. Aber der Käse so quasi aber und der ich bin mir immer eigentlich sehr reich vorkommen. Ja? Ja. Und ich war immer sehr dankbar. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, warum ich noch mehr bekommen habe. Ich habe nie gejammert. Ja? Also ich habe, meine erste Wohnung war Substandardwohnung im 20. Bezirk. Wallsteinstraße, ja? Der Klo am Gaun. Ich bin mir vollkommen wie der Reichste, weil ich habe einmal im Jahr zu Silvester Flasche Champagner bestellt. Ich habe ein gesundes Kind gehabt und ich habe eine gesunde Frau und ich war glücklich. Aber ich habe nicht gejammert. Ich bin arbeiten gegangen beim Hartler und verdient 10.000 Schilling. Aber ich war nicht auf die Idee, dass ich mir das Arm gesehen habe. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich war immer zufrieden. Und weil ich zufrieden war, denke ich, habe ich auch vom Universum mehr bekommen. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit nur jammer und mich über alles aufrege, ja, und undankbar bin, ich denke, dass dem undankbaren Menschen genommen wird, was sie haben. Nicht? Wenn du halt die ganze Zeit als Angestellter anraunst und Dings, verlierst deinen Job auch noch. Nicht? Und das ist eben dieses positive Denken ist so wichtig im Leben. Mhm. Man muss dankbar sein, weil das höchste Gut über die 500, das ist ja unsere Gesundheit. Ja. Und das muss ich mal schätzen und wenn ich das, aber dann bin ich positiv und ich sage, ich kann nicht negativ denken und Positives erwarten. Mhm. Ja? Ich meine, ich verstehe schon, dass nicht jeder, ich habe mich zum Beispiel, wenn ich einen gesehen habe, der das Geldtaschel voller 500er hat oder einen Ferrari fährt, dann habe ich mich gefreut für den und ich habe mir gedacht, boah, das ist ja geil, nicht? Ich hätte es auch, aber irgendwas mache ich falsch, dass ich es nicht habe. Und dann denke ich drüber nach, was könnte ich anders machen. Aber ich habe jetzt aber nicht in die andere Richtung gedacht und gesagt, das ist jetzt ein Arschloch, weil das Geld von der 500, der ein Betrug oder was, oder was das für ein Verbrecher ist. Ja. So denken die anderen und das ist halt das, wie man es denkt. Nicht? Aber ist das nicht eher die Mentalität von L.A., sage ich mal, Kalifornien? So in den USA in die Richtung, da ist man ja stolz drauf am Nachbar, der was da ist man stolz drauf, genau. Bei uns leider nicht, ja. Hast du schon was mit Gedanken gespielt, Auswandern, Kalifornien, L.A. und so? Ist das ja, ist schon sehr, aber wie gesagt, mir gefällt es in Österreich sehr gut. Also, Steiermark bist du richtig, was ja, du da in der wunderschönen grünen Steiermark, da gefällt es mir schon sehr gut, vor allem die Frauen sind da auch so nett in der Steiermark. Deswegen bin ich ja in die Steiermark gezogen. Meine Frau, die Steirerin, die hat mich kleinzogen. Okay, und du bist kleinzogen. Ich bin mich einziehen lassen, ja. Okay. Ich bin mich einziehen lassen. Bin kleinziehen lassen. Bin gleich rausgewandert in die schöne grüne Steiermark. Ja, L.A. Es wäre schön, wir wollen ja Stores machen. Wir haben ja das Motto Let's do the world. Wir wollen ja weltweit, wir wollen ja unseren Käse verbreiten, wie das Coronavirus auf der Welt, dass überall ein Store ist. 200 Stores haben wir geplant. Eine Käsepandemie. Ja, wir wollen die Welt mit Käse unterwandern. Ja, sehr gut. Was wir vorher besprochen haben, ist natürlich, also dieses Lifestyle-Denken und das Leben genießen hat halt immer aus meiner Sicht, man sieht es auch, das, was man sich am meisten zugute tun kann, ist das, was man zu sich nimmt, sprich trinkt und isst. Und wir haben kurz vorher darüber gesprochen, ob es einfach ein Produkt ist, eine Handelsware. Aber man sieht in den Videos, wo er erklärt, da gibt es ja diesen High-Protein-Käse, wo die Salzkristalle erklärt werden, der Trüffelkäse, wo die einzelnen Pigmente drinnen sind. Du erklärst immer wieder, wie die Zusammensetzung ist, dass das Salz ausbricht und dass die und die Konsistenz vom Käse ist. Das heißt, es ist ein hochqualitatives Produkt, wo du davon überzeugt bist. Das haben wir vorher gesprochen, klarerweise, du verkaufst es auch. Aber es ist auch so, dass man immer als Konsument auch wissen möchte, das, was man sich zuführt, das ist was Gutes.
Ja, das ist ein Verfechter, bist du auch ein Verfechter? Ja, absolut nicht. Ich meine, Käse ist ja für mich das zweitwichtigste nach der Muttermilch, nicht? Weil ein Kind kannst du da immer stillen, die ist mir groß und stark und nimmt aber nur Milch zu sich. Und Käse ist ja nichts anderes als wie Milch in fester Form. Du hast im Käse alles drin, du hast Kalzium drin für die Knochen, Eiweiß für die Muskeln, du hast Zink drin für die Abwehrkräfte. Du hast den Parmesan zum Beispiel im Crazy Crown, ja, oder in unserem Opal oder Rubin, Diamant, hast du alles drin, was das, das nährt den Körper. Ja. Es ist, wirklich, und Fett ist ja per se nichts Schlechtes grundsätzlich. Nein, Fett ist nicht schlecht, in meinen Augen ist der Zucker eher das Problem. Fett ist in gewissen Maßen ja, ich jetzt blöd, aber wenn ich das jetzt sage, gerade in dem Zustand, was ich bin, aber Fett ist grundsätzlich was Gutes. Ja. Es ist ein schneller Energielieferant, kann der Körper schnell in Energie umwandeln, besser wie Kohlenhydrate. Ne? Braucht die Haut, braucht die Haare, also grundsätzlich ist ja was Gesundes, wenn man es in Maßen genießt. Ja. Jetzt haben wir deinen Bruder besucht aufgrund der Musikaffinität und wir teilen beide die Leidenschaft für einen Musiker, den es leider nicht mehr gibt und der das Wort Dekadenz immer wieder in seinen Mund genommen hat, eine Kultfigur, der Falco. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber du hast deine Fühle ausgestreckt, weil so wie du in deinen Videos die Star Wars Sammlung präsentierst, so hast du auch deine Kontakte und deine Gimmicks in Richtung Falco gesammelt und da gibt es was ganz Interessantes, was auf uns zukommt. Das werden wir jetzt noch nicht verraten, wir wollen ja ein bisschen eine Spannung aufbauen, aber es darf auch in die Richtung Falco gedacht werden. Und du hast, glaube ich, eine Jacke von Falco. Ja, wie gesagt, der Falco ist ja mein großes Idol immer gewesen, ja. In die 80er. Man hat ja wenn er in die Pubertät kommt, braucht er ja so ein Vorbild. Das ist dann meistens leider nicht der Vater, obwohl es so sein sollte. Nicht? Aber man findet dann einen Künstler, der sagt, okay, ja, genauso möchte ich auch sein. Und da habe ich eben von 1983 den Falco bewundert. Das war immer mein Idol, ja. Und ich kann alle Lieder von ihm nachsingen. Wenn du magst, singe ich dir jedes Lied, können wir rappen. Was ist denn dein Lieblingslied für ihn? Auf der Flucht. Auf der Flucht? Auf der Flucht. Meins ist Nachtflug. Nachtflug. Das war ein Falkos Lieblingsnummer. Ja, also Nachtflug ist für mich Nachtflug, so. Also Nachtflug auf der Flucht. Nachtflug, absolut delicious. Das ist absolut geil. Ja. Und wie gesagt, und der Falco ist ja für mich der God of Decadence. Ich sehe mich als President of Decadence. Falco hat die Decadence salonfähig gemacht. Es ist ja immer so gewesen in Österreich, dass einer, wenn einer was hat und das zeigt, das ist in Amerika okay, wie du sagst, in L.A., Beverly Hills, aber in Österreich nicht so. Der Falco zeigt das auch und das machen auch alle Rapper, machen das eigentlich. Das fährt jeder Rapper mit einem Luxusauto, mit einer dicken Goldkette. Das ist auch das Zeigen. Falco hat gesagt, lieber neureich sein als niereich sein. Und wenn einer im Gemeindebau aufwächst und kommt sowas, dann zeigt das mehr her, als wenn einer das immer schon gehabt hat. Nicht? Weil es ja nicht selbstverständlich ist. Deshalb haben sie im Gemeindebau die Schnitzel so laut geklopft, dass der Nachbar gehört hat. Das gibt ein Schnitzel. Ne? Hat sich noch einmal in der Woche gegeben. Einmal in der Woche zum Sonntag die Schnitzel gegeben und das war die erste Dekadenz. Nicht? Weil jetzt klopfe ich drauf, weil der Nachbar frisst die Erdäpfel. Nicht? Und wir haben die Schnitzel. Wobei man muss eines sagen, wir haben jetzt den Roland kennengelernt, so wie auch sein Idol, der Falco, hat der Falco die Dekadenz mit einem Augenzwinkern betrachtet. Muss man auch ehrlich sagen, der Falco hat dann in späterer Form in Titanic zum Beispiel gesagt, wer den Walzer richtig tritt, ist auch für den Abgang fit. Das heißt, die Dekadenz ist nicht immer nur zum Aufsteigen gedacht, sondern da kann man auch tief fallen, wenn man es nicht richtig versteht. Ja, es geht rauf und runter im Leben. Ja. Ne? Ja. Aber das Schönste ist ja, wenn man unten ist und dann wieder hochkommt, obwohl die anderen dann schon lieber, der Falco hat aber auch gesagt, lebend begraben werden sie mich nie. Ja. Ich freue mich schon drauf, einmal mehr den Falco zitieren, ich muss mich dann ein bisschen fitter machen, aber im Endeffekt muss man sagen, zu seiner Zeit, eigentlich seiner Zeit voraus. Und absolut, was ich immer wieder sage, mit 24 Jahren Nummer 1 in Amerika zu werden, das muss man mal aushalten. Das muss man aushalten, das muss man verstehen. Da muss man auch wissen, wie man damit umgehen kann. Und das, glaube ich, ist schlussendlich das, was dann schlussendlich sein Leben auch irgendwie auch dann mit dem Ende bestimmt hat. Er war einfach hat immer gesucht und hat immer versucht, den Leuten beizubringen, seine Message darüber zu bringen. Und das ist halt irrsinnig schwer, wenn man gegen Windmühlen kämpft. Und das ist so, wie du sagst, mit den Hatern und mit denen, die halt einfach kritisieren. Schlussendlich ist es ein Auftrieb,
Aber trotzdem macht man sich ja immer wieder Gedanken darüber, warum es so ist. Ja, sicher, ja, ja, obwohl man denkt immer weniger darüber nach. Also ich meine, ich bin jetzt ein Jahr, mache ich dieses Crazy Cheese, ja. Und ich denke jetzt über die Hater eigentlich, ja, man denkt schon drüber, ich lese mir die Kommentare ja gar nicht durch. Also wenn einen negativen Kommentar finde ich, das wird dann trifft er ja nicht. Er will ja, der negative Kommentar will ja nicht treffen, nicht? Ja. Ja. Und es ist, das ist so, wenn meine Frau was sagt, ja, da höre ich auch nicht zu. Ne? Das ist das Beste. Ich muss nicht alles, was sie sagt, immer hören. SDS. Ich sehe das meiner Frau immer vor, wenn sie anfängt, mich versucht zu treffen, sage ich, ich muss nicht alles, was du sagst, immer hören. Und dann ist es eigentlich schon vorbei. Ne? Also meine Erfahrung ist, bei der Hater bin ich bei dir, ignoriere das, weil in Wahrheit kannst du das eh niemandem recht machen. Ja, es ist. Aber der Frau auch hin und wieder zu. Also das bringt ja, schon ja, ja, ja. Er hält sich noch wieder jung verheiratet, gell? Also, genau, ich bin schon länger. Er hält sich noch mit Falco. Der Falco singt, die Frau, die mich erträgt, muss erst geboren werden. Aber ich bitte dich, komm zu mir. Ja. Aber zu deiner Frau, die trat ja quasi die Hüfte bei der Videoproduktion. Ja, genau, die filmt alles mit dem Handy. Ja. Das kann man vorstellen, du sitzt im Whirlpool, schneidest deinen Käse auf und trinkst den Champagner und die Frau steht quasi mit dem Handy. Das macht ihr Spaß, macht sie gut. Ja, der Vermarkterin quasi. Genau, also sie hat das Handy in der Hand und dann nickt sie. Und wenn sie nickt, dann weiß sie, jetzt geht's los. Ne? Okay. Und wenn sie dann das Handy weglegt, muss dann noch raus aus dem Pool und mit Wegrammer helfen oder setzt sie sich dazu im Pool? Ja, da setzt sie sich dazu. Okay. Ja, also das, wir teilen uns, also die Hausarbeit, das teilen wir uns, also da bin ich jetzt da nicht so. Das ist so. Ich habe dich beim Bügelbrett einmal gesehen in einem Video. Wirklich? Ja, also in dem Fitnessraum und da hinter der Bar, wo man normalerweise Bügeltisch, ja, genau. Ist ein Bügeltisch stand. Ah, ja, genau. In der Darmstation haben wir gedacht, ja, ja, okay, dann haben wir es auch. Nein, ich bügel immer meine T-Shirts immer selber, also finde ich das. Sicher, ja. 50-50. Für mich ist faszinierend, wie schnelllebig das Ganze ist. Wir haben jetzt gerade über den 5. März gesprochen. Der 12. März, also die Wochen drauf, der 13. März war der Freitag. Mhm. Da ist es verlautbart worden, dass alles runtergefahren wird. Das heißt, man fängt mit 5. März an und fährt dann gleich wieder mal alles runter. Und die Zeitspanne, wir sind jetzt da heute am Ostersamstag, sagen wir mal so, ist eigentlich nicht lange her. Und in einem Jahr ist eigentlich alles anders geworden und du bist voll in der Öffentlichkeit. Wie kann man das, wie ist der Alltag zu bestreiten? Man hat eine gewisse Verantwortung, man weiß auch jetzt einmal ein bisschen, wie das ganze Ding läuft. Man hat dann den Anspruch, jeden Tag etwas von sich zu geben, damit man im Gespräch bleibt. Gibt es dann Tage, wo du sagst, ich will jetzt nicht mehr der Zirkusclown unter Anführungszeichen, der Cheesemaster. Aber ich sage Zirkusclown, passt gut, ich auf der einen Seite habe einen Clown und ich bin aber ein guter Jäger auch. Nicht? Also, und die Balance zwischen diesen beiden ist so, dass ich sage, ich meine, ich bin ja Exhibitionist, ich zeige mich ja gerne, ich bin ja gerne im Mittelpunkt. Also ich genieße es, wenn ich mit euch rede und ich finde es ja schön, weil man muss sich ja, wenn man jetzt ein introvertierter Typ ist und sich nicht so gern zeigt, dann Meine Frau hätte das nicht so mögen, also die mag halt keine Interviews. Nicht? Ja, einer vor der Kamera, einer hinter der Kamera. Genau, so wie unser Kameramann, nicht? Ja. Den sehen wir ja auch nicht. Nicht? Wobei der Thomas sagt, ja, also da kann Genierer vor der Kamera. Und der kann Genierer? Mit deinem hast du es einfach gekauft. Nein, ich liebe es wirklich. Ich denk den ganzen Tag an nichts anderes als meine Videos. Ich stehe in der Früh auf, unter der Dusche, vor wie die meisten Ideen. Und da überlege ich mir schon, jetzt ist Montag, ja, was mache ich heute für ein Video, ne? Und da habe ich jetzt wollte ich heute die geile Sau präsentieren. Ist die nicht gekommen? Sagt der Spediteur, ja, die steht in Passau bei der jetzt. Dieser Käse. Der ganze für eine neue Käse. Muss man klären, glaube ich. Ja. Dann überlege ich. Aber so eine Reality-Show wie Ostia Ostbahn. Roland, so eine Reality-Show wie der Ossi Osborn gemacht hat damals, das war nichts für dich. Oh ja, das wäre witzig. Ja? Ja, das wäre witzig. Da könntest du den ganzen Tag meiner Frau zuschauen, wie sie mit dem Bum streitet. Die streiten immer so viel, aber wie gesagt, was sich liebt, das neckt sich, nicht? Ja, ich glaube, es ist einfach grundsätzlich so, dass diese Geschwindigkeit von der ganzen Sache einmal, das müssen auch alle mittragen. Das ist auf jeden Fall so. Ja, und es ist so, wie du sagst, nicht? Es ist, wenn ich jetzt irgendwas spüle, dann könnte ich das ja nicht auf diese Distanz durchhalten. Nicht? Ja, ja. Ich könnte nicht ein Jahr mit jetzt verstehen und eine Rolle spielen. Nicht? Und du kannst dir was viel leichter auf Dauer machen, was du bist. Nicht? Also wenn ich mit so,
Crazy Cheese bin ich, was ich nicht da. Du kannst mich jeden Tag filmen, nicht immer in den gleichen Plätzen reden, nicht? Aber es ist nichts ausgedacht oder sowas. Mhm. Überlegen wir zwar ein Thema, was machen wir jetzt da für Themen und. Im Endeffekt ist es halt immer so, man hat, das was er eigentlich, sagen wollte, war, ist, dass dieses Ei des Kolumbus eben durch diesen Onlinehandel passiert ist. Der Anspruch ist, dass man ständig im Gespräch bleibt. Das ist ja auch Stress auch in Wirklichkeit. Wir haben ja das in kleiner Form immer mit unserem Podcast, dass wir uns ja für jede Woche einen Gesprächspartner überlegen müssen, aber wenn es einmal nicht ist, dann ist es einmal nicht. Und im Endeffekt ist es so, dass man ja, dass du ja ganz andere Ansprüche hast. Durch deine Auftritte verkaufst du auch, du hast ja ein Produkt zu verkaufen. Also ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Und wie gesagt, wenn die Büchse der Pandora geöffnet ist, dann muss man mit der Verantwortung umgehen können. Ich sehe das immer wieder, man beobachtet das auf YouTube, diese Influencer und das Ganze. Also die haben jeden Tag wirklich dann schon teilweise Drehbücher. Das hast du nicht, weil du versuchst, so authentisch wie möglich zu sein. Genau, wie gesagt, wir machen einfache Videos, kurze, das macht ja meine Frau. Einmal in der Woche haben wir jetzt unser Kochvideo, dann haben wir ab und zu ein schönes langes Video. Nicht? Ja. Aber das ist ja komplett schon schwer zu sagen. Also wenn du mich jetzt fragst, was ich nächste Woche filme, denke ich mir, mir fällt nichts ein. Nicht? Aber bis dahin erlebt man ja was. Nicht? Es passiert ja immer wieder was Neues. Nicht? Wenn du umschaust, es passiert immer wieder neue Tagesthemen. Nicht? Es wird ja Leben ist Bewegung und es verändert sich ständig alles. Und man muss sich mitverändern. Und so stirbt man nicht. Also solange man bereit ist, sich mitzuverändern und anzupassen an die Zeiten. Nicht? Und die erste große Veränderung war eben, was heißt, ich schon mehrmals verändert, vom Marktfahrer zum Messefahrer und dann vom Messefahrer zum Store, mit den Stores, zum Cheese Master Cheese und jetzt dazu zum Käse-Influencer. Nicht? Aber es ist ja geplant. Ich sage, planen kannst du das nicht. Wie siehst du dein Leben? Planst du was? Also, wenn mein Plan war, nie was planen. Also, ich kann, wenn man das so sieht, zurückblicken, dass ich grundsätzlich das Glück gehabt habe, dass ich die meiste Zeit das machen habe können, was ich wollen habe. Ja, das ist das Schönste, ne? Ich habe natürlich von den Menschen, von denen ich erwartet habe, dass sie Anerkennung geben, zwar keine Anerkennung bekommen, weil die eher mehr auf der Sicherheitsseite gewesen sind, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt da sagen kann, habe ich zumindest das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und das ist das Wichtigste. War nie einfach. Die ganze Zeit aber das ist auch das Wichtigste im Leben, nicht? Dass man Spaß hat. Und ich sage, planen, willst du Gott lachen hören, erzähl ihm deine Pläne, nicht? Was am anderen erzählen, was sie für Pläne haben. Und ich bin eigentlich planlos. Nicht? Ja. Das war alles nicht geplant. Also das mit dem Online-Store war nicht geplant. Das war eigentlich so, dass ich sage, ich mache jetzt was. Und dann kommt der Lockdown und genau, aber das ist das Wichtigste, um zu überleben, die nächste Distanz durchzuhalten. Und so. Nein, ist ein Autounfall planbar nach einem Messer, das ist ja nicht planbar, das ist ein Schicksalsschlag. Nein. Und das war ein Zeichen für mich, nicht, dass ich gesagt habe, was du mit dem LKW, da bin ich mit dem LKW heimgefahren von der Wiener Ferienmesse im Schnee, da ist so bergab gegangen und ich hätte eigentlich Schneeketten anlegen müssen, das war 5 Minuten vor dem Ziel, nicht? Ja. Das waren 2 Kilometer, legst keine Schneeketten mehr und denkst dann, jetzt aber ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit da runtergefahren, nur war da 0 Gramm, nicht? Und dann ist der wie ein Popo gegangen. Mhm. Ja, und das ist ja pervers. Vorige Woche haben wir einen Bittermann gehabt, Grillweltmeister, der da durch einen Autounfall erst wieder den Weg zurück zur Gastronomie gefunden eigentlich. Ja, ich war nicht mehr einsteigen drauf, den LKW am Anfang. Nicht? Ich habe mir gedacht, das war echt der Todesangst. Ja. Das Lenkrad gehalten und dann, bitte bleib stehen. Aber der ist nicht stehen geblieben, der ist immer schneller geworden. Der ist auch nicht zum Lenken gegangen. Ja. Und dann in einer Birke bin ich hängen geblieben. Gott sei Dank war es eine Birke und keine Tanne, weil sonst hätten mich die Äste aufgespießt. Und die Birke hat die Äste so in die Höhe. Und der hat mich aufgefangen wie eine Wolke. Ja. Ich bin ausgestiegen auf der LKW, na servus, ich sag dir was, das war wirklich. Ich habe immer Angst gehabt von Sekunden. Ja, und ich habe gewusst, jetzt muss es. Und bin aber dann immer noch ein Jahr auf die Messe gefahren. Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt muss aber. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich was anderes tun, weil mir das Herz hat mir zerrissen, wenn mein Sohn um 5 Uhr auf die Messe gefahren und der hat bitterlich gewarnt, wie man der Vater ihn gekriegt hat. Nicht? Und dann bist du jetzt eine ganze Woche nicht daheim. Ja. Nicht? Das ist. Ja, lebensverändernd. Komplett. Jetzt zurück zum Käse. Der Käse ist für mich in unserer Generation, das wird in einen Toast eingeben.
wenn man jetzt da die anfänglichen Zeiten hat, dass man schnell was essen muss zwischendurch, man lässt den Käse im Toast drinnen oder man lässt irgendwo drinnen, das habe ich noch nie bei dir gesehen. Du reibst es auf die Carbonara, wie es eh üblich ist, ja? Oder du hast das auf Steak drauf gerieben. Ja. Ist es verpönt als Käseexperte, dass man in Käse zerrinnen lässt? Aber nein. Ihr brackelt Käse auch gesehen. Mit Käse kannst du alles machen. Also Käse ist ja ein Allrounder. Und geh nimm mal bitte auch noch so ein Bourbon mit vielleicht. Ein Bourbon. Champagner darf ich ja keinen trinken, ich bin in der Fastenzeit. Unsere Kamera kennt heute der Thomas Meyer. Fastenzeit ist kurz. Ja. Weißt du, warum weißt du, warum Champagner in der Fastenzeit für mich verboten ist? Na? Du musst ja, wenn du was, danke. Dein größtes Laster. Nein, mein Lieblingsgetränk. Hm? Du musst ja auf das verzichten, was du liebst. Ja. Ich kann ja nicht sagen, ich verzichte jetzt auf den Bourbon. Auf den Bourbon kann ich leichter verzichten als auf den Champagner. Ja. Und auf den Alkohol ganz zu verzichten, finde ich auch nicht gut, weil es ja mittlerweile schon ein Grundnahrungsmittel für die Österreicher, oder? Die meisten trinken ein Bier oder ein Wein. Das ist die anerkannteste Droge. Ja. Hm? Naja, Droge ist Käse auch. Jetzt habe ich den Facebook gesehen. Hat ein bisschen Drogendealer bist du schon. Na, absolut, absoluter Slumdealer. Aber Käse macht süchtig. Käse macht süchtig machen. Aber Gott sei Dank. Meine Frage war, Käse zerlaufen lassen, trennt ja das Fett. Ist das verpönt oder ist nein, das ist geil. Ist geil. Ist super. Das Raclette ist ja ist okay. Super. Ist sowas von geil als Raclette. Prost. Prost. Prost zum Wohle. Prost zum Wohle. Thomas zum Wohle. Prost. Ja, Osterspecial finde ich gut. Ja. Ist mir eine Ehre, Osterspecial. Na, auf jeden Fall. Die fahren wieder trinken und essen. Ja. Ja, eigentlich sind wir ja frei zu Auferstehen. Ja, genau. Wir sind kurz vor der Auferstehung. Wir haben jetzt überlegt beim Herfahren, dass wir heute noch ein Osterfeuer entzünden und danach eine Live-Übertragung vom Osterfeuer machen. Aber nur Feier. Warum ja. Nicht? Also für alle, die jetzt dabei sind, kurz nach diesem Video gibt es vielleicht eine Osterfeier. Wir werden uns das noch überlegen. Mhm. Das ist ja das, was der Roland auch sehr schön macht. Er ist frei. Der kann machen, was er will. Mhm. Ob es gefällt oder nicht. Ja, das kennt ja jeder, nicht? Eigentlich ja. Eigentlich kennt sie jeder, aber die meisten tun es halt nicht, weil sie denken, was erkennt der andere dabei denken. Ne? Nein, ich glaube, grundsätzlich ist es das Problem, was sie die anderen denken. Und das, was sehr viele denken, ist, warum soll ich das machen? Was bringt es mir? Für was brauche ich es? Und ich glaube, da scheitern schon viele im Unternehmerdenken, dass er sagt, was bringt es mir? Schaut da was aus. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ich so vieles wie möglich gemacht habe, wo man vorher gedacht habe, das bringt mir eigentlich gar nichts. Aber schlussendlich aber das sind die schönsten Sachen. Ja. Also ich sage dir jetzt aber, weißt du, ich sage im Vergleich immer Crazy Cheese mit dem Eiffelturm. Der Eiffelturm ist so teuer, nicht? So wie unser Crazy Cheese. Und damals, wie es den Eiffelturm gebaut haben, haben sie alle aufgeregt. Die haben alle gesagt, wow, der ist ein die Weltausstellung, die machen den Eiffelturm. Die hauen das Geld beim Fenster aus, so wie Crazy Cheese, ist auch viel zu teuer. Aber was ist das Schönste in Frankreich? Der Eiffelturm. Brauchst du ja? Nein. Aber er macht das Leben schöner. Und genauso ist auch Crazy Cheese. Crazy Cheese soll das Leben schöner machen. Aber jetzt brauchst du ihn nicht. Sinnlos aber schön, haben schon die SCS gesungen. Nicht? Und die sinnlosen Sachen sind ja wirklich die schönsten. Nicht? Oder? Also vom Brauchen. Sie ist sicher, ich glaube, an 18 Stunden Livestream, wo man nur Liedertexte zitiert. Ja, aber es ist wirklich. Ja, also, ich sehe das immer, in Lieder hast du so viel Weisheiten drin. Die SCS, ja? Ein Zitat, eine Meinung haben, dahinter stehen. Großartig. Und ich habe schon gedacht, das ist vom Andreas Gabalier. Weil der singt das auch, eine Meinung haben, ne? Der hat einmal einen Flieger weggenommen, oder? Der Andreas Gabalier. Ja, der genau. Wir wollten jetzt Zugnasse mit Jetflin, aber der Andreas braucht, aber verstehe. Das hast du einen Privatjet genommen? Ja. Als Alternative? Ja, nein, ich bin mit Ram gefahren. Okay. Mit Ram ist noch. Ja, ja. Wie ist denn der Knossi so privat? Ja, sehr lustig. Warst du ja gestern? Ja, voll. Und was mich freut, der ist ein Fan von mir, gell? Das taugt mir besonders, weil er liebt auch meinen Crazy Cheese und deswegen hat er mir in die Sendung eingeladen. Und ich muss sagen, ich habe immer ein Vorurteil gehabt gegen die Germanen, gell? Aber ich muss sagen, es gibt so viele super Germanen, ja, also die sind genauso leibend, also legst die Vorurteile ab, unsere Lieblingsnachbarn sind absolut delicious. Na wirklich, die sind sowas von geil. Ich stehe vorher für einen. Ja. Ich habe so einen Spaß gehabt, jetzt in
Das ist, es kommt immer darauf an, wen du kennenlernst. Manchmal sind sie ein bisschen trocken. Ja, aber da gibt es in Wien auch was trocken sind. Nicht? Da ja. gibt's, es ist so gemischt. Nicht? Das ist, die Kölner sind witziger als wie die aus Hannover, obwohl in Hannover sicher lustige Leute sind. Wobei man sagen, das ist ja gut, so wie wir jetzt reden, verstehen sie uns nicht. Ja. Ich muss in Berlin Englisch reden bei McDonalds. Also, das wird ganz schwer, dass das in unserer Deutschland die Berliner. Wir haben ja eine Sache gehabt, die darf ich jetzt so als Sidekick erwähnen. Wir haben mal einen Talk gehabt mit der Ö3 Sex-Talk-Expertin und die sind da so hoch geratet bei YouTube gewesen, dass auf einmal irgendwelche Deutschen kommentiert haben. Und die haben uns aber nicht verstanden. Die haben auf einmal geschrieben, Schluck und Scheiße. Das Thema Sex, das passt eigentlich nicht gut. Let's talk about Sex. Ja. Wir haben ja auch sehr Aphrodisiakums Käse, wie zum Beispiel der geile Bock. Oder geilen so. Bock, den Liebeskäse, die geile Nuss, die geile Sau. Ja. Die steht aber noch im Wasser. Die kommt erst. Aber wie gesagt, das ist schon ein Thema auch. Nicht? Wie seht ihr das? Käse, Aphrodisiakum, braucht ihr schon Aphrodisiakum? Oder ist es bei in unserer Gewichtsklasse könnte es hin und wieder zu einem Ausfall kommen. Aber momentan. Ich habe vor 10 Tagen ein Kind gekriegt. Das ist bei mir sowieso gerade Sextabu. Also, okay, ja, also. Ja. Aber ja, Sex selbst. Aber Käse ist schon was sehr hocherotisches. Ja, ja, ja. Also, meine Frau macht nur geschmolzenen Käse. Nur geschmolzenen Käse. Ja. Ja, da isst sie am gern. Oder sehr harten Käse. Den auch. Gott, wer mag nicht einen harten Käse? Man kann einen geschmolzenen hart werden lassen. Oder? Ja. Also, dann wo der drauf wieder mal macht. So, jetzt haben wir das jetzt sind wir auf 18 Jahren. Nein, also, ich glaube, es hat was mit dem Verlauf zu tun. Klarerweise. Wenn du eine Flasche Champagner dazu trinkst, wird der Käse auch schmecken und die Nachspeise wird dann auch passen. Der Champagner ist sehr wesentlich. Ja. Das ist immer, was die Coco Chanel, was die gesagt hat, nicht? Wer Wein trinkt, spricht dumme Dinge und wer Champagner trinkt, macht dumme Dinge. Nicht? Das kannst du ja fast fragen, wie viele Blödsinn machen. Die haben sie auskennt. Aber du hast ja mittlerweile nicht nur Champagner im Sortiment. Nein, ich habe jetzt auch den Crazy Bourbon, wie gesagt, weil ich jetzt ein leidenschaftlicher Jack Daniels Trinker bin. Der ist absolut delicious. Ja, der reift im Rundfass und ich muss sagen, und du brauchst ja Ausweichprodukt, wenn so Fastenzeit kommt. Nicht? Jetzt kommt so die Fastenzeit, aber was machst du dann? Ist jetzt die Fastenzeit ist heute vorbei. Nein! Oh ja, wir sind am Ostersamstag, heute ist es vorbei. Nein. Ja, doch. Na, Ostersamstag ist nächste Woche. Nein, wir sind am Ostersamstag. Wir produzieren vor, Roman. Also, okay. Oh Gott, das haut uns das Ganze zusammen. Live ist live. Nein, es wird nicht geschnitten, es live ist live. Du sagst, du schneidest. Du musst ja nicht mehr. Das passt schon. Würdest du dich selbst als Selfmade-Millionär bezeichnen? Naja, das Millionär... Ich weiß, der Millionär ist immer so, ich sage immer, reich ist, wer zufrieden ist und ich bin der Reichste, weil ich der Zufriedenste bin. Schön gesagt. Und das Konto, was sagt das? Dem geht es nicht so gut, aber das ist ja wurscht. Nicht? Es ist ja wichtig, dass ich schon hinter mir die Sintflut. Nicht? Irgendwann einmal springen wir alle in die Holzkisten und dann sagen wir uns schön gehabt. Nicht? Ich glaube, es ist das Produkt harter Arbeit, das, was du jetzt genießen kannst. Ich glaube, das kann man zusammenfassen. Und jetzt ja, hart. Das Glück der Tüchtigen kann man sagen. Es ist so wichtig, dass man Spaß hat an dem Ganzen. Gell? Ja. Weil ich könnte das jetzt, es wäre viel härter, wenn ich jetzt einen Spaß daran hätte. Nicht? Ja, ich habe zum Beispiel Kunden von mir, wo ich Aufträge abgelehnt habe, wo ich gesagt habe, nein, ich will kein Plätzchen verkaufen. Mache ich nicht. Nein, Plätzchen könnte ich nicht verkaufen. Nicht? Ja. Also, ich verkaufe nur Dinge, die ich selbst auch konsumiere. Ja. Also wenn ich selbst davon überzeugt bin. Sie könnte jetzt keine Zigaretten verkaufen, was nicht rauchen. Also die Mitarbeiter sagen, ich mache lieber Sachen, die uns Spaß machen und Freude machen und wir verdienen dann von mir aus weniger dabei. Dafür machen wir das, was wir gern machen. Und darum stehen wir da heute da, weil im Wald verdienen wir alles nichts dran, wie man Spaß hätte, wie man einen schönen Abend hätte. Aber die Leute der Thomas will uns haben von Hart, von Graz, von Spaß haben, ne? Wieder Spaß werden heute, oder? Ja. Ist der Standort, wenn man jetzt gerade so dann Hartberg Graz einfach nur, weil es nahe deinen. Du musst mit dem Bourbon kommen. Ja, jetzt wollte ich auch einmal. Entschuldigung, Hartberg Graz ist deine Zentrale. Mein Headquarter. Der Headquarter. Und weil eben nahe zum Wohnort. Ist es so, dass die Leute schon so herkommen und sagen: Danke dir. Wir sind froh, dass du da bist. Und nein, leider nicht. Also ich muss ehrlich sagen, die Harter da, ich meine.
wenn ich jetzt meinen Store hätte am Rodeo Drive, mache ich sicher mehr Geschäfte mit Champagner oder Saint-Tropez. Ich meine, die Harter da sind nicht so die Champagner-Trinker, aber Gott sei Dank haben wir auch einen Online-Store und der hält das Ganze aufrecht. Also die, was jetzt reinkommen, ich denke, es ist eigentlich wirklich schade, dass die Leute es da gar nicht so schätzen, was sie da für Headquarter haben. Ne? Aber die Logistik, was ich im Shop machst, von hart. Der Online-Versand, das Zentralbüro, alles ist da. Aber wie gesagt, das, wo wir uns jetzt vorhin befinden, der Store, der wird leider nicht so frequentiert, weil die Leute da leider alle beim Supermarkt einrennen, verstehst? Und das ist auch, aber ich sehe das als eine Aufgabe für mich, dass ich sage, die Leute, die was jetzt da wohnen in der Umgebung, auch in Zukunft zum Genießen zu bringen, dass ich sage, okay, genießen wir, dann man nicht weniger Eile, weniger eine zum Supermarkt und dann schnell haben und so, lasst es euch gut gehen. Und das ist. Wobei man muss ihnen zugute halten, den lieben Hartern sind das Hartern? Hartern, ja. Momentan ist es nicht so einfach. Maximal 3 Leute mit Maske, da kann man nicht so gut genießen und alle sind nicht so präventiv getestet, wie wir 3 das sind. Ja, aber. Die Apotheke ist daneben, die können Sie nicht. Das habe ich, die Apotheke ist gleich daneben. Die werden angegebenheiten. Nein, es ist gleich daneben. Die Apotheke, die haben auch immer Schnelltests. Also, da haben wir jetzt ein letztes Test lassen. Also, gut, lieber Roland. Grundsätzlich glaube ich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns gesehen haben. Gesprochen auf keinen Fall. Das freut mich sehr. Das ist ja auch sehr witzig mit euch, ihr seid sehr lustig. Und ich glaube, im Vorgespräch haben wir schon ein paar Pläne geschmiedet. Wir werden schauen, wie wir es ausbauen werden. Aber ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir was miteinander gemacht haben. Ich glaube, es bleibt uns auch nur mehr zu wünschen, ein frohes Osterfest. Eine ordentliche Auferstehung mit dem Champagner. Auf den freue ich mich schon, ja, so. Also ab 21 Uhr, wie ist das bei euch in Hart? 21 Uhr ist die Prozession, Auferstehung und so, ist das bei euch auch so? Naja, die Fleischweich, die gibt es ja nicht. Ne? Normal ist immer so, da soll ich zur Fleischweich gehen am Samstag. Ne? Ja. Gibt es ja nicht. Ne? Ja, klar, das ist Corona-bedingt. Aber halten wir uns halt ganz einfach nach dem Zeitpunkt. Wann war das immer bei euch? Naja, bei mir ist es so, dass ich den Ostersamstag beginne mit zum Frühstück mit einem Champagner, die Auferstehung wird. Halt, ja, na okay, da hast du jetzt noch brav durchgehalten für unsere Sendung, weil wir sind am Ostersamstag praktisch. Genau. Und du trinkst noch immer einen Körben. Ja. Okay. Sehr brav. In diesem Sinne, es war das nicht die letzte Sendung mit dem lieben Roland. Wir werden einiges noch miteinander starten. Wir freuen uns sehr, dass er sich bei uns gemeldet hat und hat gesagt, hey Burschen, das hast du gemacht, das war in Ordnung. Das werden wir auch gemeinsam machen. Alex, hast du noch was hinzuzufügen? Ich möchte nochmal wiederholen, Dankeschön für deine Gastfreundschaft heute. Also wirklich sehr versorgt geworden. Wenn man zum Roland kommt, kriegt man aufgetischt anscheinend. Das ist ja unglaublich, was wir da heute gekriegt haben. Alles zum Nachhören auf Spotify, iTunes und Co., was wir heute aufgenommen haben. Es ist ja nicht nur so, dass man uns sieht, man kann uns auch hören in Podcasts, eben auf verschiedenen Plattformen. Wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile auf Platz 56 in den Charts, das ist schon was. Für Österreich, ja. 56 nur bei den Podcasts. Jetzt haben wir noch gar nicht. Achso, das sprechen wir später über gewisse Sachen. Wir haben noch ein Geheimnis. Genau, wir haben noch ein Geheimnis. Danke sehr. Ja, ich sage danke fürs Kommen, es freut mich sehr. Wir müssen noch nachbesprechen. Euch lassen wir jetzt wieder in Ruhe euer Osterfest feiern. Vielleicht schaffen wir das Osterfeuer noch. Aber wenn noch nicht, seid uns auch nicht böse. Ein bisschen gezündelt wird. Egal wie. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Abend.